Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, wir sind im Oktober. Normalerweise beginnt jetzt eigentlich die Zeit des goldenen Herbstes auch am Aktienmarkt. Aber was wir im Augenblick haben, sind eher Herbststürme in Form von Inflationsdruck, Zinsängsten und einer Konjunktur, ja, die sich in einer kleinen Delle befindet. Heißt das jetzt, dass wir uns auf Schlechtwetterperioden im Aktienmarkt einstellen müssen? Kein goldener Herbst? Nun, fangen wir mit der Inflation an. Es ist davon auszugehen, dass die bereits hohen Inflationsraten weiter steigen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch bis zum Ende des Jahres auf 5% ansteigen könnten. Ähnliche Werte kann man auch für die Eurozone, für Europa unterstellen. Die Rohstoffpreise steigen weiter, die Logistikprobleme, die Transportprobleme, die Transportkosten, alles steigt. Man bekommt immer schwieriger Rohstoffe, Halbleiter, das ist mittlerweile ja ein Gut, das teurer als Gold ist. Viele Autofabriken mussten ja schon schließen. Die Arbeitskosten steigen, weil viele zum Beispiel in Amerika gar nicht arbeiten, weil sie immer noch von den Sozialchecks der Regierung Biden leben. All das kommt jetzt zusammen und wird die Inflation auf einem sehr hohen Niveau zunächst einmal halten, meine Damen und Herren. Dann ist aber die Frage, was machen wir jetzt damit? Inflation ist ja früher immer ein Indikator dafür gewesen, dass die Notenbanken sagen, irgendwann ist Schluss mit lustig, wir müssen dann restriktiver werden. Wenn das passieren würde, würde man ja die Axt an den Pfahl der Liquiditätshosse legen, der uns ja viele Jahre lang jetzt sehr gute Aktienmärkte beschert hat. Aber kommt das so weit? Ich habe den Eindruck, dass nach wie vor in den Notenbankzentralen in Amerika und auch bei der EZB das transitorische Element nach wie vor genannt wird. Frau Lagarde, die EZB-Chefin, hat noch vor kurzem gesagt, man sollte die Inflationserwartungen nicht übertreiben. Das sind ja für eine Notenbank-Chefin klare Aussagen. Natürlich sehen Sie, was da an Inflation auf uns zukommt. Sie sehen diesen massiven Druck, aber Sie sagen natürlich auch andauernd, dass das Ganze nur vorübergeht, ist natürlich mit einem ganz klaren Kalkül. Die große Angst, dass man die Konjunktur damit dann doch abwirkt. Die große Angst, dass die Schuldensituation der südeuropäischen Länder nicht mehr im Griff zu halten ist. Dass der Klimaschutz nicht finanziert werden kann. Also die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Vergleich zu China und USA. Das sind ja all die Probleme, wo wir sagen müssen, diese Singularität von Preisstabilität kann sich keine Notenbank in der heutigen Zeit mehr erlauben. Und in der Tat glaube ich, dass ab dem Frühjahr dieser Malaise mit Rohstoffpreisen, mit Lieferengpässen sich allmählich entspannt. Und dann würde natürlich die Notenbank sagen können, seht ihr, die Inflation ist dann doch rückläufig vorübergehend. Wohl wissen, das wissen wir alle, die Inflation wird auf einem sehr hohen Niveau bleiben, weil einfach die Grundzutaten, auch die Klimaschutzabgaben, eventuelle Steuerabgaben, Arbeitskräftemangel weiterhin für hohe Inflationsraten sorgen wird. Aber die Not, die Kraft des Faktischen, die Not der Notenbanken, interessantes Bild, können hier sicherlich nicht wie früher eine deutsche Bundesbank kann. Das heißt für mich, schauen wir mal auf die Inflationsraten, auf die Renditen von Staatspapieren. Europa in Deutschland, da stellen wir in der Vergangenheit immer fest, es gibt einen Parallellauf. Die Anleger wollen ja für höhere Inflation entschädigt werden. Das ist heute aber anders. Zwar steigen die Renditen etwas, aber nicht so, dass man sagen müsste, ja, hier haben wir einen Parallellauf. Und das ist natürlich dann auch der Beweis dafür, dass die Finanzmärkte den Braten der Notenbanken nach wie vor riechen und sagen, da wird es eben nicht den Parallellauf geben, da halten die Notenbanken weiterhin ihre Hand drauf, auch wenn ein bisschen getapert werden sollte. Das wird nicht so sein, dass wir einen kompletten Umkehrschub haben. Dann haben wir also Inflation, meine Damen und Herren. Und Inflation ist normalerweise schlecht für Aktienmärkte, weil sie früher bekämpft worden ist. Das passiert aber jetzt nicht 1:1. Man achtet darauf, dass die Inflation höher als die Zinsen sind, auch aufgrund des Entschuldungseffektes über Inflation. Und das, meine Damen und Herren, ist dann für das Sachkapital, wozu ja dann der Aktienmarkt hört, auf jeden Fall weiterhin eine massive Unterstützung. Das heißt, die Liquiditätshosse, nein, die trocknet nicht aus. Sie ist nicht mehr so sprunghaft steigend, aber sie ist nach wie vor für mich das Brot- und Buttergeschäft an den Aktienmärkten. Dann die Frage der Konjunkturdelle. Ja, im Augenblick haben wir eine technische Konjunkturdelle, weil wir an Rohstoffe nicht kommen. Aber wenn man sieht, dass die Auftragsbestände, auch zum Beispiel in der deutschen Exportindustrie, prall gefüllt sind, sie können eben nur nicht liefern. Aber das ist ja nun ein Effekt, der sich dann im Frühjahr dann immer stärker dann zeigen wird, dass die Konjunktur wieder anspringt, weil ich davon ausgehe, dass bis dahin auch die Rohstoffknappheit
sich verbessert haben könnte. Und hätten wir auch den fundamentalen Aspekt sicherlich als Vision ab dem Frühjahr 2022. Was heißt es für die Aktienmärkte? Ich erwarte nach wie vor keinen dramatischen Abfall, aber ich erwarte eine deutlich höhere Volatilität, Kursschwankungen, je nachdem, welche Konjunkturdaten kommen, welche Inflationsdaten kommen, die Ängste, dass die Notenbanken doch was machen müssen. All das sorgt für Kursschwankungen. Aber meine Damen und Herren, dann muss ich auch sehr klar erkennen, das ist jetzt noch einmal, das kennen Sie von mir, die Gelegenheit zu sagen, wenn es so schwankt, dann möchte ich eben mit regelmäßigen Aktiensparplänen diese Problematik, diese Schlechtwetterperioden im vierten Quartal 2021 aushalten, um nachher zu sagen, wenn es da wieder nach oben geht, wenn sich die Wogen geglättet haben, gut, dass ich günstig eingekauft habe. Also keine jetzt zu starke Stirnrunzelei, keine zu große Panik. Die Notenbanken kommen aus ihrer Situation nicht raus und das ist so eine Art Lebensversicherung für die Aktienmärkte. Also bleiben Sie dem Aktienmarkt treu, trotz Schlechtwetterperioden. Thank you.